Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In ihm geht es darum, wie gut man beraten ist, wenn man den neuen Hausgenossen im Fachhandel kauft. Eins erstmal vorweg, als ich dazu recherchiert habe, war ich positiv überrascht, dass sich doch in den letzten Jahren einiges getan hat. Die Preise der Tiere waren deutlich höher und das hatte auch einen sehr vernünftigen Grund. Denn es waren Kaninchen im Angebot, die waren nicht nur vorsorglich schon einmal kastriert oder sterilisiert, sondern sie waren sogar geimpft. Schade nur, dass das nicht bei allen Tieren dort so war. Auch im Futterregal hat es sich einiges getan. Nahrungsmittel, die extrem viel schädliche Stoffe enthalten, sind seltener geworden. Leider fand ich nirgends einen Hinweis darauf, dass die ideale Ernährung für Kaninchen eigentlich Wiese sein sollte. Schön auch, dass Paar- und Gruppenhaltung empfohlen wurde. Man wies darauf hin, dass die Tiere 8 Jahre alt werden können. Dazu eine Anmerkung in Klammern. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Zwergkaninchen deutlich älter werden können. Und man behauptete, sie seien tagaktiv. Gut, reine Nachttiere sind sie nicht, aber tagsüber dösen sie in der Regel und sind eher in der Morgen- oder Abenddämmerung aktiv. Und das kann in einem Kinderzimmer schon ganz schön nerven. Doch bei dem, was ich dann plötzlich zu sehen und zu lesen bekam, dachte ich, mich laust der sprichwörtliche Affe. Man war immer noch der Meinung, dass ein Käfig, der 1,40 Meter lang, 50 Meter breit und 60 cm hoch ist, für Kaninchen ausreichend sein soll. Und solch ein Käfig sieht so aus. Den gab es fix und fertig eingerichtet als sogenanntes Wohlfühlheim. Aber die dieses Wohlfühlheim zusammengestellt hatten, glaubten wohl selbst nicht so recht daran, dass sich dort Kaninchen wohlfühlen können und hatten deswegen diese putzigen Stoffhasen obendrauf gelegt, die ich erst auf den zweiten Blick entdeckte. Hier seht ihr die Zwergkaninchen meiner Freundin Mandy und die sind keineswegs weniger bewegungsfreudig als meine Riesen. Und die soll man wirklich zu zweit in ein solches Heim stecken, in dem sie nicht mehr ordentlich Männchen machen können, geschweige denn Haken schlagen? Tiny-Häuser sind zwar für Menschen scheinbar der letzte Schrei, aber Kaninchen können sie nicht überzeugen, es sei denn, sie sind in einem riesen Auslauf, wie diese beiden hier, die sich freiwillig für diese Mini-Unterkunft entschieden haben. Bei vielen meiner Freunde dient der ursprüngliche Kaninchenkäfig nur noch als Transportbox bzw. das Unterteil als Kloschale. Wie sieht das bei euch aus? Was habt ihr mit euren alten und viel zu kleinen Käfigen getan? Ich hoffe doch, dass keines eurer Tiere mehr in einem 1,40 m x 50 x 60 Käfig sitzen muss. Damit es dann, wenn es ausgetobt ist, so schön entspannt hier oder bei euch in der Wohnung liegen kann und sein Leben genießt. Eure Diana von Happy Kaninchen.